Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Nachdem wir ja beim letzten Mal die Großoffensive mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen haben, wollte ich jetzt nochmal mit Reinhold quatschen, weil leider Ulbricht ja gestorben ist. Ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwas zu sagen hat. Ich hoffe es irgendwie. Judikator Ulbricht ist von uns gegangen. Ja. Er war ein großer Mann. Sein unerschütterlicher Glaube hat uns allen Kraft gegeben. Aber wir haben immerhin eine wichtige Schlacht in unserem eigenen Land gewonnen. Nun bin ich der letzte Judikator von Ignaton. Kalan, gib mir Weisheit und Stärke, damit ich die vor uns liegenden Aufgaben bewältige. Okay. Du hast hier keine Pflichten mehr, Regent der Kleriker. Geh in die Welt und zeig den Okay. Ich dachte, jetzt sagt er, du könntest ja vielleicht Judikator anstelle des Judikators werden, ne? Aber dann wohl eher nicht. Ja, dann gucken wir jetzt mal gerade. Wir haben ja jetzt nicht mehr wirklich viel, ja, das machen wir nicht. Ja, eine neue Reaktorspule. Das ist sowas, was ich eigentlich ganz gern machen würde. Da müssen wir da hin. Da ist bestimmt... Oh Gott, da ist ein Schalter, den wir umlegen müssen für irgendwas. Wir gehen aber mal, glaube ich, ins Lager der Mitte. Ja, wir gehen jetzt mal ins Lager der Mitte. Da können wir vielleicht noch Nasty bei diesem einen Typen in Anführungszeichen abgeben. Ich wollte gerade fragen, ob unsere Rüstung immer so rot geleuchtet hat, aber das kam, glaube ich, gerade durch. Moment, das war hier der Typ, ne? Bei dem mussten wir die abgeben. Ja, genau. Nasty, eine starke Kämpferin der Outlaws, gehört zu meinem Gefolge. Nasty? Wirklich? Ich kenne sie. Sie ist der schlimmste Teufel, den die Wüste je hervorgebracht hat. Alle Achtung! Wenn sie wirklich für unsere Sache kämpft, können sich die Alps warm einpacken. Alles klar. Bring mir etwas bei. Alles klar. So, du warst Überlebenslehrer, ne? Genau, weil ich wollte ja Rüstung machen. Und Tiertrophäen würde ich auch furchtbar gerne. Und dann habe ich wieder zu wenig. Ja, komm, wir machen mal Rüstung. Alles klar, Hund. Das möchtest du also dazu beitragen. Ja, Tiertrophäen, dann hätten wir das auf Maximum. Und es ist halt, ne, besondere Trophäen. Ach komm, das machen wir mal. Ja. Ich denke mal schon, dass das irgendwie was bringt. Du bist jetzt mit der Kleinen zusammen? Ja, das stimmt. Sie ist, Ja, erspar mir das Gelaber. Mich interessiert euer Gefummel nicht. Alles klar. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Gut. Alles klar. Sie hat das in den 2 Sekunden, die wir hier sind, mitbekommen. Okay, klar. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Oh, Schnucki. Ja, okay. Ich überlege gerade, ob ich Falk mitnehme mal wieder. Den hatte ich jetzt richtig in Action länger nicht mit dabei. Vielleicht wäre das ganz gut. Upsidi, ich möchte mit ihm reden. Ja. Zeig mir deine Ware. Ich habe nämlich Zeug zu verkaufen. Wie immer. Jetzt gucken wir mal gerade hier. Die benutze ich ja nicht so wirklich viel, diese Sachen. Wir verkaufen mal... Nee. 4 Stück davon. 3 Stück davon. Objektsicht kann man ganz verkaufen. Jetzt haben wir 4 Drohnenkontrollen, das finde ich gut.
war das denn? Mana-Trank. Noch mehr. Ich hatte doch irgendwie noch mehr Mana-Zeug, oder? Ich habe 101 kleine Heilpflanze. Alles klar. Ich sollte mal ein bisschen von dem Zeug, glaube ich, auch verkaufen, ne? Ich sollte einfach mal davon Sachen verkaufen, wo ich das hier so sehe. Einfach ein bisschen. Ich habe schon mal was davon verkauft, meine ich, aber... Okay, das ist jetzt weniger, wirklich weniger viel wert. Ja. Reines Elex, 48. Wie geil. Ja, da haben wir jetzt einiges bekommen. Wir haben 100 Federn. Ich glaube, ich kann mal so 50 verkaufen. Wir haben echt wieder viel Zeug gesammelt. Oh Gott, wir haben sehr viel Zeug gesammelt. Ich könnte mal ein bisschen was hiervon. Dann einfach mal ein bisschen Kohle reinkriegen. Auch Metallschrott mal so ein bisschen mehr verkaufen. Jetzt könnte ich auch die Aufwertung schon machen von der Waffe. Ich habe 72 Dietriche? Oh mein Gott. Ich glaube, ganz so viele brauche ich nicht mehr. Nehmen wir mal 62. Bleiben wir mal bei 60. Das reicht, glaube ich. Wir verkaufen auch mal ein bisschen Eisenerz. Da haben wir jetzt auch schon einiges bekommen. Ja, komm hier. Und eine Zigarette. Ja, hier haben wir auch so viele Dinge. Gott, 1548 Energiezellen. Ich glaube, ganz so viele brauchen wir dann nicht. Ich verkaufe mal so 500. Meine Herren, sie geben allerdings nur ein Elixit. Ach komm, ich benutze die ja praktisch nicht, also... akzeptieren. Super, dann kann ich nämlich jetzt ganz schnell mein Schwert verbessern. Das war ja was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Wo mir aber das Elixit fehlte. Hier. Jawohl, wir verbessern es. Und zwar hat das... Oh, wir können auch noch einen Sockel einsetzen. Ja, nice. Bonus Gesundheit pro Treffer plus 1. Malus Resistenten des Gegners plus 1. Erfahrung Monster... ich könnte mal... Gesundheit pro Treffer wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Oder die Resistenzen des Gegners runtersetzen. Gesundheit oder Resistenzen runtersetzen? Resistenzen runtersetzen. Ja, ich möchte die Waffe verbessern. Geil. Ach, wir könnten hier das auch noch machen. Nee, wir können nur einen... Offenbar können wir nur einen Sockel einsetzen. Nee, doch nicht. Sehr gut. Sehr gut. Können wir hier auch noch einen? Nee, hier nicht. Okay. Wir können die Waffe wohl auch nicht mehr weiter steigern. Aber hey. Hä? Aber ich habe doch genug Stärke. Ich hatte doch genug Stärke. Nee, ne? Du willst mich verkackeiern. Ich hatte doch genug Stärke. Ich habe das doch nachgeguckt. Ich hatte doch nachgeguckt, dass ich genug Stärke habe für die Verbesserung. Oh, jetzt fühle ich mich aber verkackeiert. Oh Gott. Wir brauchen 25 Attributspunkte. Das kriege ich doch nie hin. So viel Elex-Tränke kann ich gar nicht trinken. Emi. Lad mal diese Autospeicherung, sorry. Ich kann doch nicht ohne mein Schwert. Ich glaube, der Autospeicher ist, wenn wir in Dingens ankommen, ne? Wenn wir mit dem Händler fertig sind. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken. Giftkriegerschwert. Wir hatten doch...
Okay. Wir haben gerade mal die Stärke für... Ich kann das gar nicht verbessern. Das ist aber blöd. Ich könnte allerdings sockeln. Ja. Und ich kann den Bogen, glaube ich, tragen. Nee, doch nicht. Stärke fehlt immer noch. Stärke 70. Oh Mann. Ach, wir hatten einen Raketenwerfer gekriegt, ne? Ich glaube, ich hatte schon mal einen, den ich dann verkauft habe oder so. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Granatwerfer. Okay, der Raketenwerfer und der Granatwerfer sind... Ach nee, das eine ist Raketen, das andere sind Granaten. Alles klar, ja. Habe ich jetzt nicht gesagt. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ich war der Meinung, wir hätten das nachgeguckt. Ich hätte das nachgeguckt und es hätte... Jetzt gucke ich nochmal. Ist das durch die... durch den Sockel? Ich habe doch hier geguckt. Au, Kacke. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ja, ja. Ich habe das nur auf der Übersichtsseite gesehen und ich könnte allerdings, denke ich, einen Sockel einsetzen. Allerdings nur einen. Okay, wenn man das aufbessert, kriegt man noch einen Sockelplatz. Alles klar. Machen wir mal hier die Resistenzen des Gegners. Jetzt kann ich es noch benutzen. Okay. Oh Mann. Ich brauche also 70 Stärke, damit ich das benutzen kann. Das ist echt böse. Ich fände es schön, wenn wir die Psyfa-Stärke auch irgendwie hier bearbeiten könnten. Okay, na gut. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich dachte, ich kann die Waffe verbessern. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Level für. Aber immerhin haben wir jetzt mehr Rüstung und kriegen bessere Tiertrophäen und können dadurch noch mal besser Loot bekommen, was ja auch nicht schlecht ist. Ich sollte auch die Resistenzen noch irgendwie, vielleicht Feuerresistenz noch erhöhen. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Wir haben jetzt öfter ziemlich miesen Feuerschaden abbekommen. Ja. Bergbau habe ich irgendwie auch nicht gemacht, richtig. Ich weiß gar nicht, das könnten wir... Ach, Gerissenheit fehlen. Und ja, Gerissenheit haben wir nicht weiter gesteigert. Das hätten wir vielleicht nochmal machen sollen. Gerissenheit auf 55 bringen. Aber andererseits... Ach, das ist immer so... Ich finde, das sind so unnütze Sachen eigentlich. Erhöht den Überlebenswert. Das könnten wir mittlerweile. Diese Theorien könnten wir, weil wir genug Intelligenz jetzt haben. Ja, mal schauen. Okay, ich nehme jetzt Falk mit. Denke ich. Mitkommen. Natürlich. Okay. Ja. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Wir sehen uns später. Ach, vergiss das einfach wieder. So kann das doch nicht weitergehen. Stickteller. Wir machen nochmal Stickteller. Ach, wir hatten nur noch einen. Okay. Na gut. Besser einer mehr als keiner. So. Der war Persönlichkeitslehrer, ne? Bring mir etwas bei. Sicher. Gut. Also ich könnte bei ihm erfahrener Jäger machen. Oder hier Überlebenstheorie. Ich weiß gar nicht, was das macht. Komm, wir machen das jetzt mal. Kampftheorie hatten wir schon. Und das machen wir jetzt auch noch. So. Dann haben wir jetzt alle Attributspunkte verbraten, aber hey. Was soll's. Die hatte ja nur Aufwertungen, ne? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Die auch nichts bringen. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Nee, das war alles praktische Einrichtung. Nee, das ist... Wir haben...
Wir haben alles gekauft, was geht, was Sinn macht. Von daher, ja, wir müssen schnell reisen. Hier unten hin. Firmengelände West-Idan. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt genug Dinge bekommen. Ach, ich muss mal gucken. Wir haben noch einen Ring erhalten, ne? Den Ring des Klerikers. Der lag ja auch noch darum. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Das ist eine Firma gewesen, aber gut. Hier, was hatten wir? Da. Maximale Energie. Okay, nee. Der Ring der Härte ist, finde ich, für uns sinniger. Wir süppeln mal ein bisschen Brause und futtern was Trockenfleisch und hoffentlich reicht das. Ich weiß nicht, was mit diesem Schalter ist, muss ich gestehen. Ja, komm. Terrorvogel. Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht auch noch das ein oder andere Gift auf uns wartet. Wo wir auch aufpassen müssen. Ich weiß es nicht. Oder eine radioaktive Verstrahlung oder so. Okay. Gut, jetzt kriegen wir hier mehr Erfahrung. Na gut, wir kriegen ziemlich... Ich glaube, wir kriegen mehr Elexit, ne? Und reines Elex, was natürlich auch sehr geil ist. Also wir könnten uns jetzt nochmal ein paar Elex-Tränke machen, um Attributspunkte zu kriegen. Also wir brauchen 25. Wir brauchen 5 Punkte. Und ab... Wir brauchen jetzt pro Stufe 5, also ne, 25 ist es dann schon. Was ich schon ziemlich heftig finde. Ja. Also. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt erstmal. Ja, wir müssen sowieso hier runter. Gehe ich davon aus. Oh, ein Heiltrank. Das sieht aus wie irgendwas, was man nehmen kann, aber es ist dann doch wahrscheinlich nichts. Oh, Moment. Die Dinger verbinde ich immer mit, tatsächlich mit Berserkern. Mit, Weltenherzen. Naja, ich hab's Viech gesehen. Rottenmolche. Frage ich mich ja, heißen sie so, weil sie sich zusammenrotten oder weil sie in einer Rotte unterwegs sind? Ach nein, Rottmolch. Sie heißen gar nicht Rottenmolch. Sie heißen Rottmolch. Okay, weil sie von verrottenen Dingen leben wahrscheinlich. Alles klar. Seit wie vielen Stunden spiele ich dieses Spiel? Ich habe die Dinger mal Rottenmolche genannt. Super. Warum hat das denn keiner mal gesagt, dass die Rottmolche heißen? Mir keiner gesagt. Sieht die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Geht ja mal gar nicht. Ja, es sieht hier aus, als hätte sich hier die Natur ein bisschen versucht, ihren Weg zu bahnen. Gehen jetzt mal hier hoch. Hier ist nichts. Aber vielleicht. Oh. Ja, siehst du mal. Was war das denn jetzt? Warum kam ich da jetzt nicht hoch? Kann mir das jemand sagen? Die Kamera war jetzt gerade kaputt. Ziemlich kaputt. Alles klar. Ja, das sind so die Dinge, die würde man nicht sehen, wenn man nicht hier hochkäme. Ne? Also ohne das Jetpack würden wir viele Sachen nicht sehen. Das ist schon...
Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer noch Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Um Sonden ins All zu schießen, brauchen wir solchen Mist nicht. Okay. Ja, okay, irgendwo da runter müssen wir. Aber erstmal gehen wir hier oben durch. Also, ich räume jetzt erstmal das Erdgeschoss auf. Die Rottmolche hier sind. Ah. Dich habe ich gar nicht gesehen erst. Den Schleimdrakon. Ich wollte eigentlich elegant um ihn laufen und ihn dann in den Rücken hauen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Ein Terrorvogel. Ach, die kommen da raus aus dem Gebäude, wie es aussieht. Ein Kampf. Ja, Falk, ein Kampf. Ach, ich bin ein Fan dieses Schwertes, das muss ich echt sagen. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ach, Falk, sei nicht so eine Sissi. Eigentlich magst du das doch. Du hast eben doch noch voller Freude gesagt, ein Kampf. Hier war auch noch irgendwas. Terrorvogel. Ich könnte ja mal die Magnesiumfackel und so, ne? Machen wir mal. Da haben wir auch was sehen hier. Und ich nehme mal... Achso, nee, ich wollte jetzt kein... Ist super. Der isst was und muss dafür die Magnesiumfackel fallen lassen. Alles klar. Das ist schon manchmal ein bisschen komisch. Das sieht aus wie ein Aufzugsschacht. Nee, da möchte ich jetzt noch nicht runter. Ich möchte mich hier umgucken. Erst möchte ich mich hier umgucken. Ah. Der leitende Wissenschaftler muss verschwinden. Er hat das gesamte Projekt mit seiner Offenbarung gefährdet. Wir werden jetzt alle Bemühungen auf das Shuttle setzen. Okay. Hier ist gar nichts drin. Das finde ich sehr schade. Räume, in denen nichts drin ist, die empfinde ich immer so ein bisschen als sinnlos. Ich meine, es ist natürlich nicht. Es muss nicht überall Loot sein, aber... Weltraumforschung? Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken. Okay. Aha. Ja, das könnte interessant werden. Ich hoffe, es ist nicht zu verstrahlt. Also da habe ich so ein bisschen jetzt Bammel, dass das verstrahlt sein wird. Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Überall Magnesiumfackeln. Ja, ich glaube, hier drin ist jetzt nichts mehr, ne? Nee. Alles klar. Ja, okay. Hier geht's nochmal hoch. Gehen wir jetzt erstmal die Treppe nach oben. Eigentlich wollen wir runter, aber wir gehen jetzt nochmal hier gucken. Hier könnte ja noch was sein. Stasis Dualhammer. Okay. Gucken wir mal den an. Das ist vielleicht... Weniger Schaden. Verbesserter Dualhammer der Kleriker. Stasis-Verbesserung vorgenommen. Okay. Der macht weniger Schaden, aber der lähmt, wenn ich das richtig verstehe. Okay, auch dafür sind wir gerade erst über die Stärke, die wir brauchen. Das heißt, auch wenn wir das Ding verbessern, aber wir haben immer noch nicht genug Geschicklichkeit für die Ignis Artifacts, ey. Warum habe ich den Spalter eigentlich noch? Wollte ich den verbessern? Ich glaube, ich habe überlegt, den zu verbessern, ne? Ja, da könnte man mal gucken, ob das sich lohnt, den zu verbessern. Ja, aber wie komme ich jetzt hier am sinnvollsten runter?
der anderen Seite. Hier waren wir auch noch nicht... Waren wir hier schon ganz drin? Ja, hier waren wir drin. Aber hier haben wir offenbar was liegen lassen. Das ein oder andere. Hallo, da liegt noch Elixit. Hier liegt auch noch Zeug, meine Herren. Hat jemand aber... Das ist kein Brocken. Okay, ich dachte, das wäre so ein Eisenbrocken oder so. Ja, wie kommt man jetzt hier runter? Weil das ist ja nicht... Das ist ja nur so ein... Keine Ahnung, wofür es ist. Okay, die Magnesiumfackel ist offenbar ausgebrannt. Okay, ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Irgendwo muss es einen Weg runter geben. Da habe ich bestimmt nur noch irgendwie übersehen. Ja, beziehungsweise nein. Ich gehe davon aus, diese Schächte, die wir da gefunden haben, da müssen wir wahrscheinlich runterspringen. Bedrohlicher Ort. Hier müssen wir garantiert runterspringen. Bedrohlicher Ort. Ja, das ist ein alter Aufzugsschacht. Okay. Gucken wir mal, was hier noch ist. Metallschrott. Ja, ich hör's. Ja. Gesehen. Okay. Nee, ich wollte ihn nicht ansprechen. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich wollte dich gar nicht ansprechen. Ja, ich habe jetzt hier so viel Magnesiumfackeln. Ich gönne mir mal den Luxus. Nein. Alles klar. Oh. Okay. Blutspur. Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt. Und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Hä? Alles klar. Also, ist nicht klar, aber... das scheint ja auch nicht alles so rund gelaufen zu sein, ne? Ja. Überall Blutspuren. Nur Blutspuren. Oh. Aha. Was tut das jetzt? Ist das jetzt ein Teleporter oder so? Ach, das war eine andere. Alles klar. Zu einfach. Habe ich jetzt irgendwas verpasst da? Ah, es hat eine Treppe freigelegt. Das ist gut. Ja, nimm die mal bitte. Wir müssen hier ja noch im Dunkeln rumtappen sonst. Suppe. Eine Suppe, die wie lange da drin war? Okay, ist das jetzt... Ich glaube, das ist jetzt das gleiche wie eben, ne? Das war wohl nichts. Nee, das ist nicht das gleiche wie eben. Alles klar, dann ist das das, wo man... Das war wohl nichts. Nee. Okay. Das ist eine neue, kann das? Das kommt mir jetzt unbekannt vor. Das wird jetzt runterfallen, genau. What? Die ist irgendwie neu. Ich kenne die nicht.
Das Ding kenne ich noch nicht. Das ist anders als eben. Das funktioniert nicht so, wie ich es das gehofft habe. Alles klar. Hä? Das wieder runter, ja. Ist mir schon klar. Wie hängt das an diesem einen Dingen hier? Geht doch. Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Keine Ahnung. Eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, das geschafft zu haben, aber ist okay. Ist okay. Wenn du meinst, ich habe es geschafft, ist es okay. Magnesiumfackeln reichen nicht. Hätte ich mal eben keine verkaufen sollen. Da ist noch, glaube ich, noch Elektroschrott. Pah, Metallschrott. Nicht Elektroschrott, aber Metallschrott. Und da ist auch noch was. Ja, ich denke... Oh, Moment. Gerne. Aufzeichnungen wären jetzt noch interessant gewesen in irgendeiner Form, aber gut. Oh je. Na gut. Okay, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut und in der nächsten Folge gehen wir mal diese ominöse Treppe hier runter. Ich bin sehr gespannt, was da unten auf uns wartet. Auf jeden Fall könnte das interessant werden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls es euch nicht gefallen hat, schreibt es doch gerne in die Kommentare, warum nicht. Und falls ihr kommentieren möchtet, weil es euch gefallen hat, dürft ihr das natürlich gerne auch. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.